Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Emil Sandkuhl. Ich bin Qigong-Lehrer und Ausbilder der IQGV. Und ich möchte euch heute mit dem Hunyuan Qigong nach Großmeister Feng Zhixian vertraut machen. Die erste Übung heißt der große Atemkreis. Handflächen nach außen, die Arme steigen in der Seithalte und sammeln universelle Energie. Wir bringen diese universelle Energie über den Scheitelpunkt und wir gießen sie in den Körper ein und lassen sie durch jede Zelle sickern, bis in den Unterbauch. Und wir leiten verbrauchte Energie durch die Beine, durch die Füße aus in den Boden. Wir kreisen mit den Händen an die Seiten. Und beim Aufrichten ziehen wir frische Erdenergie aus dem Boden, durch die Füße, durch die Beine, in den Unterbauch. Handflächen nach außen heben. Einschütteln, den Körper durchspülen. Im Unterbauch abspeichern. Schlacken ausleiten. Und frische Energie durch die Füße aufsteigen lassen in den Unterbauch. Mit ein wenig Erfahrung können wir dann beginnen, die Arme einatmend zu heben und ausatmend zu senken. Ein- und ausatmen. Dabei bestimmen die Bedürfnisse deiner individuellen Atmung das Zeitmaß deiner Bewegung.
Gut. Das Besondere am Hunyuan Qigong ist, dass wir eine Zwischenbewegung, eine Zwischenübung zwischen jeder einzelnen Übung haben. Und zwar ist das der kleine Atemkreis. Und nachspüren. Ich hoffe, unser gemeinsames Üben hat auch dir Spaß gemacht und wir sehen uns bald wieder, um dann die zweite Übung zu lernen. Bis bald!